So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Und das letzte Mal haben wir gesehen, Chosen hat Connells Custom Campaign gebaut. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Wir werden es uns angucken. Connell mag einfach, da will ich ein paar nur für ihn. 2 von 10. Weltrekord 5,20. Okay, das hat er da erst anscheinend. Okay, 4 Leute haben es geschafft von 9. 2 von 10. Schafft Con das Level. Okay, let's go. Ich bin wieder. Ich dachte, jetzt kommen schlimme Dinge, aber anscheinend hat er schöne Dinge gebaut. Ich bin sehr gespannt. Aber 5 Minuten 20 Weltrekord? Das werden wir doch wohl besser hinkriegen. Oder ist das Level so lang? Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kann man sich auch einfach ganz lange aufhalten und der es gespielt hat, dem war das einfach völlig egal. Ich frage mich gerade, was ich hier auslöse. Ach, so ein Schlüssel. Ha, natürlich. Aber wie sorge ich dafür, dass der langsam dahin geht? Ach so. Oh je, ich mache hier Blödsinn. Okay, so machen wir das. Nice, jetzt haben wir den Rhythmus. Das ist der Spirit. Okay, ich will den Checkpoint. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Wenn ich jetzt irgendwo sterbe, ne? Okay, hier kann ich nicht sterben. Okay. Kann ich da runter? Ja. Ja, wenn er schon einfache Level baut, dann werde ich auch alles daraus mitnehmen. Also da werde ich mir natürlich die Münzen krallen. Okay, das ist eine Reset-Röhre. Ah, verstanden. Ja, komm mal her, Kollege. Ja gut, dann musst du den halt wegnehmen. Und eins höher schieben. So, aber dann fährt er wieder weg, bitteschön. So. Sonst kriege ich dann nachher noch auf die Mütze. Okay, da kann ich hoch. So. Das ist genau mein Content. Nein, aber es ist ja schön gebaut. Es war. Up, oh mein Gott, ich werde noch sterben. Nein, lass mich nicht sterben. Ich will nicht nochmal den Anfang machen. Da ist ein Checkpoint. Es gibt Checkpoints. Kommt da was raus oder kann ich da rein? Okay, ich kann da rein. Ich brauche ein Pow. Oder das da. Das nehme ich auch. Aber der Checkpoint lässt trotzdem ganz schön auf sich warten. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich trotzdem salty. Just saying. Da kommt was raus. Oh, der läuft da oben lang. Nee. Nee, genau sowas habe ich, genau mit sowas habe ich gerechnet. Puh. Okay, komm, die Münze holen wir uns. Ich habe gesagt, ich hole die Münzen. Nein. Ich habe halt Angst, dass der Koopa rauskommt, ne? So. Bevor ich jetzt dahin gehe, setze ich mir den Schutz auf. Genau deswegen. Oh Mann, so gib mir das. Hallo? Dankeschön. Genau deswegen. Oi.
Und jetzt von dem getroffen werden und nochmal hin und nochmal zurück müssen. Das wär jetzt lustig. Also nein, wär's nicht. So, Checkpoint ist da. Alles klar. Vor Freude lasse ich gleich mal mein Dings fallen. So. Okay. Ja, jetzt ist nicht schlimm, wenn wir sterben. Also es wäre peinlich, aber nicht schlimm im Sinne von, ich würde mich nicht ärgern. Bevor mich wieder jemand falsch versteht. Ich werde ja immer so ganz falsch verstanden. Okay, links, rechts, hoch, runter, wahrscheinlich überall eine rote Münze. Oh, nice. Na, das kriegen wir hin. Na bitte. Easy going. So, gib mir die erste rote Münze, sag ich doch. Also drei rote Münzen. Die war ja super herausfordernd. Okay. So. Doch bei der dritten hat er einfach keine Lust mehr gehabt. Okay. Das ist schon eher eine... Ich bin so doof. Das ist schon eher eine Challenge, wollte ich noch sagen. Und dann mache ich Quatsch. So. Schlüssel ist da. Dummheit ist auch da. Fallen die runter? Nein, gut. Ah! Na. Dankeschön. Wow, was tue ich? So. Rein da. Das Leben holen wir uns natürlich auch noch. Ja, nicht so. Aber du musst schon... na gut, nee, das dauert mir zu lange. Das dauert mir zu lange, sorry. So, da ist jetzt eine Schlange. Na, fall halt runter. Wow. Wow. Ach, was mache ich denn? Da kommt was raus. Wieder so ein Koopa-Viech. Ah, den brauche ich aber auch. Okay. Und wir fliegen eine Runde. Ich weiß nicht, ob ich da einfach unten durch kann, deswegen machen wir es lieber langsam. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Hier kann ich einfach durch und dann kann ich hier raus. Okay. Okay. Ich gebe ein bisschen Gummi. Nein, nein, nein! Ich hab's geahnt. Oh, jetzt bin ich hier wieder. Will nicht. Oh nö. Ach komm schon. Was ein blöder Treffer. Was ein blöder Treffer. So, jetzt probieren wir es aber. Ja, das geht. Als Kleiner habe ich mich nicht getraut, aber so war es jetzt okay. Ah, so ein Quatsch. Ich wette, ich bin genau eins vom Ziel gestorben oder so. Nein, bin ich nicht. Okay. Dann ist okay. So, wir fliegen eine Runde. Oh boy. Aber ich brauche den noch, ne? Okay. Komm her. Wäre jetzt interessant zu sehen, ob es noch von der Zeit her gepasst hätte. Es ist ja knapp geworden, ne? So 90 Sekunden hatten wir noch. Ja, okay. Hätten wir geschafft. Ach, komm schon. Nein, ich habe die 30er-Münze vergessen. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Nein. Oh ja, schön. Schön. Und ich habe nicht mal den... Oh mein Gott, 7... Ich habe 8 Minuten hier gebraucht. Okay.
Okay. Ich würde normalerweise mich jetzt hinsetzen und den Rekord hier probieren, aber ich will die anderen Level noch sehen, von daher lassen wir das. Guck mal, der ist auch wieder so lang. Ach, jetzt schreibt er das auch noch hier. Aber das Level ist so lang, Chosen. Und ich weiß ja nicht, wie lang die anderen... Wir gucken uns mal alle an und dann, wenn noch Zeit ist, kann man ja Weltrekorde probieren. Okay, gut. Und guck mal hier, 5% ist schon offensichtlich schwieriger geworden. Okay. Ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt jemand sehen will, wie ich den Winterlevel, den Weltrekord versuche. Ich hätte ihn jetzt aber auch nicht mal bekommen, wenn ich, wenn ich es auf Anhieb geschafft hätte, weil da war die Zeit auch schon zu knapp für, ne? Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, glaube ich, verloren, wie der Weltrekord dann gegeben hätte. Gutes Deutsch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen will. Bruder! Okay. Bisher auch von der Schwierigkeit her voll in Ordnung. Keine Probleme. Okay. Bam, 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 bam. Bim, 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 bim. So. Die nehmen wir mit. Und dann setzen wir uns hier ab. Was kommt da raus? Der hier. Ah. Ich kann aber nur einmal drauf landen. Also mit ein bisschen Anlauf, ein bisschen später. Und dann passt die Geschichte auch schon. Okay, sehr schön. Checkpoint. Dim, 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 dim. Ranke oder was? Ja, okay. Ja, gut. Okay, da unten ist nix. Da ist ein Goomba, den werde ich wohl benötigen, wenn er mir den gibt. Yes, aber hätte ich mit der Shell eigentlich machen. Na, ist ja egal. Ja, moin. So. Ich lasse die 50er Coin jetzt wegen Zeit. Ne? Muss ich nochmal? Nein. Jetzt kommen die Ranken raus. Ach. Gar nicht. Gar nicht knapp gebaut. So. Deswegen habe ich auch... Genau, deswegen habe ich den Weltrekord nicht geschafft, weil ich ja die Münzen von dir sammeln wollte. Achso, ich... Brauche ich denn da überhaupt die Ranke für? Nein, brauche ich gar nicht, ne? Sage ich ja. Okay, die können wir uns mitnehmen. Ja, oder auch nicht. Das sieht super komisch aus, wenn die Blöcke auf den Rang... Gut, dass man hier nicht stirbt. Wenn die Blöcke auf den Ranken drauf... Das ist mein Ernst. Wenn die Blöcke auf den Ranken drauf sind, sieht das super komisch. Nein! Aus. So. So. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn für einen Blödsinn? Ich bin ja komplett lost schon wieder hier. Komm schon. Yes! Mein Gott, gib mir einen Checkpoint. Ich will das nicht nochmal machen. Ah. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Ach so. Okay, vielleicht wäre das ohne Pilz einfacher gewesen. To be honest. Aber egal. Ja, endlich. Dankeschön.
So. Der ungeduldige Connet wird jetzt ja eigentlich hier, glaube ich, durchrennen. Aber ich weiß nicht, wie weit das Ding... Ups. Wie weit das Ding geht. Und ob es überhaupt möglich wäre. Es scheint nicht so. Nein. Da müssen wir ja die ganze Zeit durchspin-jumpen. Das dann doch ein bisschen tun. Ah, mein Gott! Ich dachte, er fährt zurück und ich wollte dann abspringen. Ups. Hab nicht nachgedacht. I'm sorry. Ich habe nicht nachgedacht. Ah, also von vorn. Ja, wie gesagt, ne? Ah, wait, aber jetzt kann ich. Oh, das... Nein, das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Ups, ich dachte, ich kann da drauf stehen. Kann ich ja gar nicht. Ich stehe da drauf ja nicht. So, aber so... Ach so. Hier muss man jetzt hoch spin jumpen. Nein. Oh, hi. Manchaman oder was? Hä? Was willst du mir damit sagen? Hä? Da oben fährt ein P-Switch rum, runter. Ich check gerade nicht, was er mir mitteilen will. Und da oben fährt ein P-Switch los, das habe ich verstanden. Ich muss irgendwie oben bleiben, kann das sein? Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich muss oben bleiben irgendwie. Und dann ist da eine Dings. Jetzt bin ich wieder runter. Oh mein Gott. Nein, oben bleiben. Nein, jetzt bin ich schon wieder runter. Das gibt's doch nicht. Aber was ändert das, wenn ich oben... Nein. So, da läuft nämlich der P-Switch da drüben. Und der macht jetzt irgendwelche Dinge. Der fährt jetzt darüber. Und da wird der jetzt gedrückt. Alles klar. Ich dachte erst so, hä? Was willst du von mir? Ah, da ist das Ziel. Ah, da sind Leben, aber ist egal, wegen Weltrekord. Ich glaube, der war nichts. Ich glaube, das waren keine 5 Minuten. Das war länger. Das war länger als 5 Minuten, I guess. Ein bisschen länger war es, ja. Okay. Gut. Und hier haben wir jetzt noch eine andere Challenge. Schafft Connet das Level in 50 Sekunden? Offensichtlich ist es ja kurz, wenn der Rekord bei 44 liegt. Gucken wir mal rein. Das ist jetzt eher so die Challenge, der ich nachgehen möchte, als bei den anderen sehr langen Leveln da jetzt einen Weltrekord aufstellen, der dann eh wieder... Ach Mensch, 88 Goombas. Ja Mensch, verstehe gar nicht, was das Level mit mir zu tun haben soll. Okay. Ja moin. Kann man sich das verbauen, indem man... Ich weiß gar nicht, wie die Dinger hier funktionieren. Kann man sich hier softlocken, indem man den Block vorher auslöst?
I don't know. Nein! Ich dachte jetzt, ich lande in der Lava. Das wär's gewesen. Nein, ich muss die da runter. Houston, wir haben. Kann ich die irgendwie absetzen wieder? Ich hab's kaputt gemacht. Krieg ich nochmal eine Shell? Kriegen dumme Connens nochmal eine Shell? Irgendwo? Ich muss erst wieder rausgehen, damit ich eine neue Shell kriege. Oder. Nee, ich krieg jetzt nicht mal eine neue Shell, oder? Doch! Nice. Zum Glück bin ich nicht doof. So, also hier gehen wir der Challenge auf jeden Fall nach mit den 50 Sekunden. Das ist eher was, wo ich mir vorstellen kann. Nicht, dass ich es schaffe, aber dass ich das probiere. Yay! Wie lange war das? Viel zu lang. Nicht mal ansatzweise unter einer Minute. Ich würde eher 2 Minuten tippen. Waren es 2 Minuten? 1,34. Okay. Also, wir müssen gute 40 Sekunden schneller werden. 50 Sekunden schneller werden. Let's go. Ich will aber ganz kurz was anderes testen, bevor wir hier jetzt der Sache ernsthaft auf den Grund gehen. Und zwar, ob man das hier... Ach Mist. Ob man sich hier softlocken kann. Aber es stimmt, aufgrund des Paus kann man es nicht. Allein aufgrund des Paus kann man sich hier nicht softlocken. Weil was ich meinte war, wenn ich hier... Und ich glaube aber, das ist nicht. Das ist ja nicht wie ein SMW, dass wenn ich jetzt ewig warte, dass er dann schon ausgelöst wird. Doch! Guck mal, jetzt kann ich den nämlich nicht mehr. Das meinte ich. Jetzt habe ich da keine Chance mehr. Außer ich kriege halt wieder einen Pow. Aber dafür müsste ich hier hinten, müsste ich vorne die Röhre. Also man könnte das Level noch abschließen, rein theoretisch. Aber gut, wer ist denn auch so blöd und hüpft nicht sofort da dagegen? Ne? Also, gut. Hat mich nur interessiert. Möglich ist es also. Dass ich den nicht treffe. Wenn, dann wollen wir das schon gleich sofort treffen. Ah, dann halt nicht. Dann bin ich halt dumm. Bruder! ich bin ja wieder lost hier. Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht abschätzen kann. Was bin ich denn? So. Das war nicht, was ich wollte, aber es hat funktioniert, I guess. So, Blume kriege ich hier ja wieder. So, diesmal schmeißen wir das Ding. Habe ich leider ein bisschen zu spät gesehen. So. Jetzt hier noch schnell alles aufräumen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller war. Ich wage es zu bezweifeln. Mist. Ich wollte klug sein. Aber ich glaube, das war nicht schneller. Nein! Ach, komm schon! Weiß nicht, war das klug? Ey, das gibt's doch nicht! Dass ich diesen Block nicht erwische. Was ist denn das für eine Hitbox? Ich dachte, es ist schneller so, aber wahrscheinlich nicht. I don't know. Ah,
Na, wenn man die genau dann erwischen würde, wenn die sich übereinander schneiden. Ah, schade. Dann wäre das super schnell. Aber leider krieg's nicht hin. So, waren das jetzt unter 50 zumindest? Der Rekord war es, glaube ich, nicht, aber unter 50 müsste es gewesen sein. Oh, verdammt. Too slow. Okay. Noch 4 Sekunden schneller und der andere hat es in 44 Sekunden. Was ist das denn? Wie? Wie kann ich denn das noch? Oh mein Gott. Ja gut, hier sollte ich... Da sollte ich vielleicht wirklich... Ich dachte, es ist schneller, da einfach zu schießen und zu springen. Aber wahrscheinlich nehme ich da einfach den Sprung hin. Und ich, das ist vielleicht auch schneller. Ich weiß es nicht. Na, da verliere ich Zeit. Hier verliere ich Zeit, weil ich nicht sofort durchkomme. Mann. Ja, das geht so schon schneller. Na, wirst du wohl. Ach ja, da habe ich ja vorhin auch gefailt an der Stelle. Hopp, 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 hopp. Und vielleicht ist das hier in der Mitte auch Quatsch gewesen, was ich getan habe. Weiß es nicht. Ja, das dauert hier einfach zu lange. Das dauert einfach zu lange. Das waren wieder 55 Sekunden jetzt, ne? Puh! Wo soll ich denn da noch 5 Sekunden rausholen? Ey! Ja, moin. Ich meine, ich brauche ja nicht mal... Wie lange brauche ich in diesem Zwischenraum? Ich treffe den halt nicht sofort. Das gibt's doch nicht. Da. Das hier reißt doch auch jetzt nicht so viel Zeit raus. Weiß es nicht. Uiuiuiui. Aber guck mal, jetzt um die Zeit ist der andere schon im Ziel gewesen. Das ist doch nicht normal. Jetzt sind die 50 Sekunden rum. Jetzt! What? How? Ich bin eine Sekunde schneller, aber jetzt sind es 53. Wie? Wie? Ich meine, hier ist doch nicht der Trick dahinter. Das ist ja minimal hier nur Zeitgewinn. Minimaler Zeitgewinn ist das hier. Wollte ich nicht. Mist! Ach, verdammt. Wahrscheinlich der On-Off-Teil? Ich glaube, den spiele ich noch falsch. Nein! Wahrscheinlich der On-Off-Teil und sonst? Keine Ahnung.
Ja, okay, das ist so schon schneller als zweimal eine Stampfattacke. Sehe ich ein. Aber hier muss ich ja. Nein! Jetzt habe ich den verpasst und bin nochmal auf den Ring drauf. Das kostet auch Zeit. Da brauche ich einfach viel zu lange in dem Raum. Aber jetzt sind wir fast an den jetzt sind wir fast an den 50 Sekunden dran. Ah! 51. Oder wenn es eine 49... Warte, wenn es eine 49 anzeigt, bin ich 50, ne? 50, bin ich jetzt. Ja, komm, das zählt. So. So, das zählt. Wir haben eine halbe Stunde. Ah, ich hab's. In 50 Sekunden zählt doch, wenn vorne eine 50 steht, ne? Heißt ja nicht unter 50. So. Oh mein Gott. Aber nochmal 6 Sekunden schneller? Was hat der Typ genommen, der das gespielt hat? Wie? Der muss da ja durchgewascht. Der muss irgendwie ganz viele Möglichkeiten genommen haben. Bevor sozusagen wahrscheinlich so die letzten Sprünge da schon geschossen, dann hat er schon zwei... Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Dass zum Beispiel, wenn noch zwei Goombas da sind, dass er schon weiterspringt und dann noch zurückschießt und dann da die letzten zwei trifft. Solche Geschichten hat er da angestellt. Wahnsinniger. Okay. Dann gibt's nächstes Mal noch ein neues Level von Alina auf jeden Fall. Mindestens. Das scheint aber recht fix zu gehen, deswegen... Ja, dann können wir uns eigentlich die zwei neuen von Frank auch angucken nächstes Mal. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.